Ja, liebe Steffi Neu, wie macht ihr das denn in der Redaktion, wenn ihr Berichte erstellt? Werden die vorher nochmal gegengelesen? Werden die kritisch beurteilt nochmal? Wie sieht das so in der Redaktion aus? Die werden natürlich von uns im Team. Also es gibt einen freien Reporter, der womöglich dieses Thema bearbeitet. Dann gibt er ein Skript ab und ein Redakteur guckt drüber, ob das so okay ist. Und dann wird das so produziert und gesendet. Ja. Wie sucht ihr euch denn die Themen aus? Guckt ihr, was so im Lande passiert? Oder wenn das Thema Landwirtschaft mal auf dem Tablet ist, wie geht ihr da vor? Also bei Landwirtschaft bin ich ja immer ganz weit vorne, weil mir dazu immer viel einfällt. Also meistens, wenn es um Unwetter, Regen, Trocken, Tiere, irgendwie was geht, versuche ich immer einen Landwirt zu finden oder einen Kreislandwirt, also einen Native Speaker, so nenne ich die immer, jemanden, der mit der Branche zu tun hat. Und nicht kein Bundesverband, also nicht die Funktionäre, sondern die wirklich damit zu tun haben. Mache dabei echt immer wieder die Erfahrung, dass da spontan, ich muss es ja immer schnell haben, also ich habe ja dann Sendung in der Stunde, dass sie ungern was sagen wollen, weil sie sich erst rückversichern wollen oder halt Angst haben, was zu sagen. Weil ich glaube, ihr kriegt immer ganz schnell Prügel oder empfindet das so, keine Ahnung. Aber ich habe immer Schwierigkeiten, einen Bauern zu finden, der was sagt. Hast du denn so eine ganze...